Unholzing im Landkreis Landshut. 236 Einwohner, 2 Pferde, 387 Rinder, 397 Hühner und 1045 Schweine. Aber heute ist die Dorfstraße wie ausgestorben. Heute hat Unholzing seinen großen Tag. Die Bevölkerung rüstet sich zur Premiere des Films Jagdszenen aus Niederbayern. Wir sind im Mittelpunkt des Dorfes, wie wir hier auf dem Standfoto aus dem Film sehen. Und im Gasthaus hat sich die Filmprominenz von Unholzing zu einem Umtrunk mit uns versammelt. Ja, meine Damen, meine Herren, ich habe hier großes Glück. Sie sind ja alle inzwischen bewährte Filmstars geworden. Die Kamera ist Ihnen ein vertrautes Gerät. Wir werden also ein schönes Gespräch machen jetzt. Aber so war es ja nicht immer. Wie hatten das eigentlich angefangen? Was haben Sie gesagt, als die Filmleute hier ins Dorf kamen und sagten, wir wollen hier einen Film drehen? Nein, das weiß ich nicht. Wo kommen die Zigeuner daher? Zigeuner? Jetzt muss man das sagen, nicht? Ja, momentan sind wir ein bisschen der Schrock. Da waren so viele dabei mit so langen Haaren. Und das ist uns da im Dorf nicht so bekannt. Das war ein bisschen was Neues. Haben wir gesagt, was würden dies werden? Sie haben sich dann alle an die Leute mit den langen Haaren gewöhnt. Wir haben uns gewöhnt. Und Sie haben festgestellt, dass es gar nicht so drauf ankommt, wie lang die Haare sind, sondern das, was für ein Kopf drunter ist. Ja, haben sie noch ganz sympathisch. Ja, sympathisch. Die Leute waren sogar sehr beliebt von der ganzen Gemeinde. Ja, es ist auch eine schöne Rolle geworden. Jahre, ich werde Ihnen merken, mit 73 Jahren habe ich 9 Wochen im Film mitgespielt. Hauptdarsteller. Hey? Nicht Hauptdarsteller. Hat ich das nicht sagen, weil ich nicht war. Ja, aber ich war da hier. Aber ich habe mich tatsächlich mit dem Film gefreut. Ja, aber ich habe mir erzählen lassen, dass die Leute aus den Nachbardörfern, ja, dass die Unholzinger jetzt nicht mehr so mögen, weil die den Film mitgemacht haben. Der Bürgermeister hat Drohbriefe gekriegt. Ja, da haben Leute beschimpft, die machen die Schweinereien mit und so weiter. Ja. An der Kirchentür war da auch mal was angemacht. Haben wir das Plakat noch? Dieses Plakat hier, das war also an die Kirchentür angenagelt. Weiß man eigentlich, wer das gemacht hat? Weiß man nicht. Weiß niemand, ja. Da steht also hier Niederbayern Rückständigkeit. Ja, was soll der Quatsch? Mit einer Kritik aus einer Berliner Zeitung und dazu 200 Bauern, die Fleischmann bereitwillig bei seinen Dreharbeiten unterstützen, ohne genau zu wissen, worum es überhaupt geht. Das ist eigentlich ein Stichwort für mich. Haben Sie eigentlich gewusst, worum es in diesem Film geht? Mir? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Nee, warte. Ganz genau nicht. Die meisten waren die Anschauung, Jagdszenen, das hat sich um die Jagd gedreht. Also die richtigen Schauspieler, die haben es gewusst, um die Ohren zu drehen. Aber wir Laienspieler, wir haben kein Drehbuch gehabt. Was uns der Herr Fleischmann vorgesagt hat, im Film, und wir sagen müssen, jetzt haben wir noch ein Papa wie der Papagei. Es ist doch so, Sie wissen ja inzwischen, dass der Abram, also der Hauptdarsteller im Film, wenn man so sagen will, dass der doch einen Menschen spielt, der ein etwas anderes Gefühlsleben hat als die anderen. Nicht? Das ist Ihnen ja inzwischen klar geworden. Ja, das war aus den einzelnen Szenen zu ersehen. Ja, und auch aus den Dialogen, die Sie haben. Ja, also ganz klar. Ja. Wie würden Sie denn jetzt reagieren, wenn Sie im Dorf tatsächlich jemanden hätten, der ähnlich empfindet wie der Abram im Film? Wie würden Sie dem gegenüberstehen? Würden Sie dann auch schneiden oder würden Sie sagen, ja, das ist nur mal... Unbedingt, der wird auch ein bisschen geschnitten. Ja, ganz bestimmt. Wenn man das in Erfahrung bringt, dass der weg war und der hat vielleicht Sachen geliefert, die gar nicht ganz richtig waren, dann wird er irgendwie schief angeschaut. Ja, jetzt wird hier Unholzing berühmt werden. Seid ihr schon dabei, ein Hotel zu bauen? Und die Touristen alle kommen, Unholzing sehen wollen? Ja, der Abgabe kommt, das Berghotel, wo das Sommerfest war. Ich glaube, ich krieg den mit einem Sechster in Luther noch, wer da das Wirtshaus gehabt und wer ein feines Hotel draus macht. Also dann bis heute Abend nach der Premiere. Bis heute Abend. Dann zum Wohl. Aber noch ist es nicht so weit. Zuvor hat die Stadt Landshut zu einem Begrüßungstrunk in den Prunksaal ihres Rathauses eingeladen. Schauspieler und schauspielernde Bauern leeren die Becher der Ehrenjungfrauen. Doch die Spannung treibt ihrem Höhepunkt entgegen. Der Film behandelt ein heikles Thema und noch weiß man nicht, wie ihn die niederbayerische Bevölkerung aufnehmen wird. Im Mittelpunkt des Films steht ein Außenseiter, der im Dorf aus überkommenen Moralvorstellungen zuerst geschnitten und gehänselt, dann aber gejagt wird, als er nicht fähig ist, sich anzupassen. Der Film zeigt aber auch, dass Moral ein relativer Begriff ist
und dass manches als deftiger Spaß toleriert wird, solange es innerhalb der von der Gesellschaft akzeptierten Norm bleibt. In den Beifall des Premierenpublikums mischen sich Pfui-Rufe. Nicht jeder war einverstanden und mancher gab vor unserer Kamera unverblümt seiner Meinung Ausdruck. Ich lebe hier seit 23 Jahren, aber ich muss sagen, schämen muss man sich für den deutschen Film, wenn er so etwas darstellt. Pardon, glauben Sie nicht, dass der Film in irgendeiner Weise realistisch ist? Dass der Film jetzt nicht einfach eine Situation... Aber dann darf er nicht diesen Titel tragen. Dann darf er nicht diesen Titel. Wo nehmen Sie diesen anspruchsvollen Titel her? Jagdszenen aus Niederbayern. Machen Sie nur Jagd auf schmutzigen Sekt? Christian, wie hat Ihnen der Film gefallen? Ja, gut. Ja? Ja, sehr gut sogar. Seid ihr so schizophren? Ich habe mir erst gedacht, es handelt sich mehr noch eine Jägerei und so, weil es keine Jagdszenen gibt. Aber es war ganz gut. Ganz gut. Yes? Echt ländlich. Ich bin etwas geteilter Meinung. Ich kann mich nicht begeistern für diese Art der Darstellung der niederbayerischen Verhältnisse. Sie treffen nach meinem Dafürhalten nicht die richtige Art des niederbayerischen Menschen. Mir hat das sehr gut gefallen. Ja? Ehrlich? Ja, ich muss sagen, es ist etwas verschieden aufzufassen. Es sind verschiedene Szenen drin, die mir nicht gefallen haben. Zum Beispiel? Die Szenen, beispielsweise die Schlachtszene, ich weiß nicht, ob die richtig ist, dass sie so aufgenommen worden ist. Und auch die Schlussszene, ich befürchte, dass von Nicht-Bayern der Film vielleicht in manchen Beziehungen falsch verstanden wird. Verzeihen Sie, wie hat Ihnen der Film gefallen? Also ich fand ihn sehr gut. Ich glaube, dass die gepfiffen haben, den Film nicht verstanden haben. Ja, es war recht nett. Der Hymne war es nicht auf die Bayern. Eine Zumutung für Niederbayern. Wie hat Ihnen der Film gefallen? Wunderbar. Ja? Es war also einmalig geradezu, wie das gezeichnet wurde. Die Laiendarsteller aus Unholzing oder wie das? Unholzing. Ja. Es war einmalig, wie die mitgespielt haben. Ich weiß gar nicht, ob die mitbekommen haben, was sie da überhaupt spielen. Missbraucht sind sie worden. Missbraucht. Nein. Jawohl. Moment. So ist Niederbayern nicht. Wissen Sie, ich bin empört und im Stadtrat wird das bei uns ein Nachspiel geben. Ein hartes Nachspiel. Leben Sie am Land? Nein, ich lebe in der Stadt hier. Ach. Eben, ich lebe am Land. Und ich kann Ihnen sagen, wunderbar, ganz genau so. Ja, dann darf er aber nicht den Titel tragen. Dann muss er einen Titel tragen, der allgemein gültig ist für alle Gegenden Deutschlands. Ja, natürlich. Ja, eben, und nicht Jagdszenen aus Niederbayern. Ja, schauen Sie, da spielt der Landmaschinenmechaniker mit, wenn jetzt die Landmaschinenmechaniker aufstehen und sagen... Sinn hat er doch gar keinen. Wo ist der rote Faden? Wo kommen wir denn hin? Wo ist der rote Faden in diesem Film? Was ist das für eine Handlung, frage ich Sie. Ja, diese Grausamkeit. Diese Grausamkeit und diese Intoleranz Minderheiten gegenüber. Das ist der rote Faden dieses Films. Das zeigt ganz deutlich, wie wenig Verständnis wir hier in Deutschland für Demokratie haben. Dass wir eben keine Toleranz Minderheiten gegenüberbringen. Und wenn dann sowas deutlich gezeigt wird... Naja, diesen Schwulen, ne? Wie im Witzfilm bezeichnet wurde. Mhm. Was die anderen für Schweinereien, Sauereien und machen. Und auch gerade hier tritt dann in Erscheinung, der ist eine Minderheit. Der macht etwas, was nicht alle machen. Wissen Sie, was? Und da geht man gegen los. Was?